Ja, da bin ich wieder. Ich seid ihr seid froh, meine Visage wieder zu sehen, nicht? Auf jeden Fall ist es sehr, sehr wichtig, eine Thematik. Antibiotikum wird mittlerweile verteilt wie an, ja, wie Smarties an Grundschulen oder wie Popcorn im Kino. Ihr wisst, was ich meine. Ist dieser Umgang gerechtfertigt? Ich würde sagen, dort muss viel mehr sensibilisiert werden diesbezüglich, denn man weiß wirklich heutzutage, was das wirklich anrichtet bei uns. Und wenn ihr auch der Meinung seid, dass dort Sensibilisierung passieren muss, dann gebt dem Video sehr gerne einen Daumen nach oben, dann schauen wir, ob wir gleich schwingen. Ich habe Lösungsvorschläge. Das ist immer das Wichtige. Ja? Es gibt Leute, die meckern, 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 aber kommen nicht mit Lösungen um die Ecke. Und deshalb habe ich versucht, eine Lösung zu finden. Und die habe ich auch gefunden, eine sehr, sehr schöne. Schauen wir uns die Hauptwirkstoffe einmal von Oreganoöl an. Ja? Da sehen wir zum Beispiel das Alpha-Pinene. Alpha-Pinene sind auch die Hauptwirkstoffe, zum Beispiel aus dem Balsam-Terpentinöl. Ja? 6% Anteil. Ja. Dann gibt es noch andere Vertreter, ja, Alpha-Terpinene, Gamma-Terpinene, Terpinenol und Terpinolen und so weiter. Ihr seht alles in die Richtung schon mal, aber die Hauptwirkstoffe sind trotzdem noch Carvacrol und Thymol, ja, so, damit ihr es mal gehört habt. So. Das Interessante ist aber, dass dieser, wie sagt man, Herr Antibiotikum, ja, eine Frage dazu. Gibt es da eigentlich Resistenzen? Ja. Aha. Muss los, Digga. Multiresistente Keime, natürlich. Also, 33.000 Menschen sterben jedes Jahr in Europa daran, ja? Sehen wir hier. Das sind die neuesten Zahlen. Übrigens, sehr, sehr spannend jetzt hier nochmal zu sehen. Schauen wir uns mal im Robert-Koch-Institut an, wie viele Menschen denn tatsächlich an Tetanus jedes Jahr erkranken. Schauen wir mal nach. Ganz aktuelle Zahlen, die aktuellsten Zahlen und 15. Aha, muss los, Digga. Nee, warte, 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 warte. Und wie viele sterben daran? 5. Jetzt muss ich los. Ja, nur mal so. Wo ist jetzt Forschungsbedarf oder wo ist jetzt Forschungsbedarf da? Es wurden getestet, drei multiresistente Keime, ja, die drei häufigsten und die drei aggressivsten, ja. Aubamani, ja, P. aeruginosa, ja, und MRSA. So. Was wurde gemacht? Das Ganze wurde natürlich beträufelt, ja, mit Oreganoöl. Und dann wurde gesehen, ab 0,2 bis 0,3 Milligramm pro Milliliter Oreganoöl sehen wir hier, gab es kein Biofilm mehr, der diesen MRSA-resistenten Bakterien ausmacht. Einfach nicht mehr da. Nach so geringen Konzentrationen bereits schon. Und jetzt kommt was ganz, ganz Entscheidendes, was ich euch sagen werde. Was die Ärzte anscheinend immer noch nicht verstehen, ja, weil es gibt mittlerweile wirklich, muss man sagen, also mehr Antibiotika als Eissorten in der Eisdiele, ja. Und das Schöne ist dabei, ich haube auch wirklich Sachen raus, ne? Das ist aber auch wirklich der Hammer, ne, Patrick? Also diese Biofilme, das ist der wirklich entscheidende Punkt. Die Biofilme lassen wasserlösliche Substanzen nicht an sich heran. Das macht diese Erreger multiresistent, sagt man, ja. Zum Glück ist Oreganoöl ein Öl, aber was man sagen will, ist, dass Antibiotikum nicht an das Bakterium wirklich dran kommt, ja, andringen kann, weil der Biofilm das eben verhindert. Und genau das macht Oreganoöl. Es löst diesen Biofilm auf, ja. Und zwar nicht nur das, sondern auch eben weiter. Es löst die Membran, beziehungsweise je nachdem welches Bakterium, die Zellwand, ja, auf. Das sehen wir hier zum Beispiel in der Abbildung ab. Ja, sehr, sehr schön, dass die Zellmembranen sich auflösen. Da geht es an die Vakuole und so weiter. Tut mir leid, Mitochondrien und so weiter. Würde jetzt ziemlich zu weit führen, den genauen Wirkungsmechanismus hier zu erklären. Aber der erste Part ist quasi, die Membran auszulösen. Das heißt, das genau, was Antibiotikum halt auch eigentlich macht, ja. Und nur halt eben durch diesen Biofilm halt noch. Das, was Antibiotikum eben nicht schafft, ja. Und das ist ein unfassbarer Vorteil, ja. Und nochmal ganz kurz zu Biofilm. Wenn du Erreger hast, zum Beispiel auch bei dir im Magen-Darm-Trakt, ja, dann nehmen die ihren Platz ein, weil die selbst Biofilme haben, produzieren und so weiter für sich, damit sie natürlich geschützt werden vom Immunsystem und so weiter, von Antibiotikum dann auch und solche Sachen. Und nehmen Platz ein, hier, ne, Ellbogen, sodass deine guten Bakterien, Milchsäurebakterien und so weiter, weniger Platz haben für sich. Und je mehr Pathogene du davon hast, dein Immunsystem schwächer ist, Schwermetall, dies, das, würde jetzt nicht so weit führen,
desto weniger Platz haben deine guten Bakterien und desto weniger können sie dir die Ernährung zerkleinern und zur Verfügung stellen, Butterate herstellen, den pH-Wert senken und so weiter. Und desto weniger Nährstoffe nimmst du auf, Mangel, und dann wird der Mensch irgendwann krank. Versteht ihr, was ich meine? Deswegen mache ich das so. Empfehlen darf ich natürlich nichts, ich persönlich. Kaufe mir Leerkapseln und fülle dort Oreganoöl hinein und schlucke diese. Wie gesagt, bloß nicht nachmachen. Total gefährlich. Auf jeden Fall sofort Explosion. Aber ich mache das, ja. Okay, also machen wir weiter. Jetzt habe ich natürlich geschaut. Wie wir wissen, ist dieser Haie Antibiotikum nun mal resistent, ja, gegenüber vielen Erregern. Und das ist ziemlich doof. Da habe ich mich gefragt, dieser Herr Oreganoöl, wie sieht es eigentlich bei dir so aus? Und ziemlich gut, muss ich sagen. Denn ich habe eine Studie tatsächlich gefunden. Ich bin so nervös, deshalb rede ich so schnell. Weil ich euch das immer alles so mitteilen will. So, oh, so euphorisch bin. So, hey Leute, ich habe da wieder was. Und da wurde getestet 20 Generationen. Alle drei multiresistenten Keime. Über 20 Generationen. Der Arzt, ja, kriegt schon Schweißausbrüche, wenn du das Antibiotikum nicht zu Ende nimmst, weil dann passiert sofort die Anpassung und das Antibiotikum wirkt nicht mehr. Bereits nach einer Generation. Schauen wir uns das Ganze mal an. 20 Generationen. Keine Veränderung. Nichts, gar nichts. Bereits über 20 Generationen passiert gar nichts. Sie kacken immer noch genauso ab, nachdem sie Oreganoöl beträufelt werden. Herr lieber Pharmakonzern, ist das vielleicht interessant für Sie? Ich kann Sie dort gerne beraten, wenn Sie wollen. Und dann wurde noch weitere Tests gemacht, zum Beispiel Wunden. Ja, gerade die Barriere ist ja unterbrochen, wenn du dich verbrannt hast. Ja, sehr große Angriffsfläche und so weiter, Pathogene können eindringen. Man weiß, diese entzünden sich am allerhäufigsten. Was passiert, wenn dort Oreganoöl, anscheinend ein Alleskönner, ja, hier in dem Sinne, beträufelt wird, hier sehen hier Bild C ohne, Bild D mit, deutlich weniger Entzündung, bessere Heilung und so weiter, ja, sagt dir, aber im Grunde genommen keiner. Auch der Graphen, Abbildung 9 und 10 sehen wir hier, deutlicher Pathogenwachstum, Logarithmus, 10er Potenz natürlich deutlich nach unten gegangen, ja, nach Inhibition, dadurch, durch das Oreganoöl. Kommen wir zum letzten Punkt auf meinem Zettel. Es ist noch zu klären, die Hämolyse. Hämo, also Hämoglobin, roter Blutkörper. Alles klar, Digga, ich bin komplett raus. Schönen Tag noch. Rote Blutkörperchen, ja. Hämoglobin. So. Und dann sprechen wir natürlich davon, wann werden die roten Blutkörperchen geteilt. Lyse heißt immer Spaltung, ja. So. Ab einer bestimmten Konzentration passiert auch das. Ja? Alles ist irgendwann tödlich. Wir wissen, auch Wasser ist tödlich, wenn wir zu viel davon konsumieren in kürzester Zeit. Also habe ich mich aufgemacht, nach Studien zu gucken, wann wird denn die körpereigenen Zellen damit angegriffen, wenn wir doch wissen, die Zellmembran von den Bakterien werden zur Brust genommen von dem Oreganoöl. Und genau das habe ich getan. Und wir sehen hier nach 2,2 Milligramm, ja, pro Milliliter Oreganoöl sehen wir eine 17-prozentige Hämolyse der roten Blutkörperchen. Ne? Das ist, glaube ich, doppelt. Hämolyse, sagt ja schon, die Lyse der roten Blutkörperchen. Sehen wir eine 17-prozentige Hämolyse. So. Nochmal die Abbildung zurück. Ja, ich glaube, das war Abbildung 4. Da sehen wir das, wo ich euch gesagt habe, 0,2 bis 0,3 bereits der komplette Biofilm der Bakterien nicht mehr da ist. Das heißt, wir brauchen eine 10-mal höhere, ja, also 0,2, 0,3, 100%, tot, nichts da, Bakterium, nichts gut, gegen 10-mal höher und dann nur bei den körpereigenen Zellen 17% Einschränkung. Ja, also man sieht deutlich, ja, und 5- bis 6-fache Dingens, Erhöhung so gesehen, ja, sehen wir ca. bei 1,1. Dann fängt es so langsam an, dass es die roten Blutkörperchen angeht. Ja, man braucht aber trotzdem eine 5- bis 6-mal höhere Konzentration, damit es überhaupt anfängt, deine eigenen Körperzellen ranzugehen, weil vorher schon 5- bis 6-Faktor die Bakterien schon gestorben sind.
Ihr seht, und wenn man das Ganze noch nach oben treibt, also höher als 58%, hat man einfach nicht geschafft, weil man dann schon auf 10 Milligramm ist pro Milliliter. Das ist natürlich, ja, völlig utopisch schon, ja. Und das ist das Maximum, was man überhaupt erreichen kann, ja. Von daher an, die Erreger verrecken natürlich als allererstes Faktor 10, ja, schneller als deine eigenen Zellen, ja. Das war nochmal was ganz, ganz Wichtiges, das ich herauskristallisiert habe. Ja, jetzt habe ich auch schon wieder 11 Minuten gelabert. Du bist auch aber wirklich ein Mistkerl, Patrick. Ja, ich denke, das war's. Den Rest kann ich auch wirklich gar nicht lesen auf diesem Zettel. Das ist echt das allerletzte. Auf jeden Fall, ich würde mich sehr freuen über einen Daumen nach oben, dass ihr wieder was gelernt haben könnt, dass auch Oreganoöl wirklich mega ist. Also megamäßig, ja. Wirklich megamäßig, muss ich wirklich sagen. Ich kann euch gerne auch ein Oreganoöl mal unten verlinken, was ich momentan mir liebäugel. Und sehr gerne beim nächsten Mal wieder einschalten. Daumen nicht vergessen, ganz, ganz wichtig, ja. Den Kanal abonnieren, damit ihr informiert werdet, wenn ein neues Video kommt. Und ganz wichtig, Kommentar schreiben, liken und so weiter. Ihr kennt den ganzen Scheiß. Vitasomal.de, Leute, schaut auf meine Supplements vorbei. 4- bis 5-fache Hebelbürger Verfügbarkeit. Mega. Wir sehen uns auf vitasomal.de. Würde mich sehr freuen, wenn ich da zu sehen. Das würde mich wirklich super freuen. Das unterstützt den Kanal natürlich auch, dass er überhaupt existieren kann. Und ich diesen Mist hier verzapfe. Dankeschön fürs Zusehen.